Hallo, schön, dass du heute wieder hier bist. Kennst du das, dass du manchmal Entscheidungen triffst, große Entscheidungen, kleine Entscheidungen, wie auch immer, die du im Nachhinein bereust und dir denkst, hätte ich doch anders gehandelt, hätte ich dies und das nicht getan, anders gehandelt, aber im Nachhinein, wenn du es gemacht hast, ist es leider schon zu spät. Und in diesem Video werde ich dir heute zwei Fragen mitgeben, die dein Leben revolutionieren können, wenn du sie natürlich anwendest und die dafür sorgen, dass du in Zukunft die richtigen Entscheidungen für dich selbst triffst. Und wenn du die richtigen Entscheidungen für dich selbst triffst, dann kann das erhebliche Auswirkungen auf dein Leben, auf dein Glück, auf dein Selbstbewusstsein, auf deine Gesundheit, auf deine Leichtigkeit, auf dein Stresslevel, also auf ganz viele Bereiche deines Lebens haben. Also schau dir dieses Video unbedingt bis zum Ende an, denn wie schon gesagt, es könnte dein Leben komplett revolutionieren. Vorher noch ein kleiner Hinweis. Wenn du ein bisschen tiefer in die Meditation eintauchen willst, dann habe ich etwas, nämlich habe ich einen kostenlosen 5-Tages-Meditations-Crashkurs aufgenommen, an dem ich dich an 5 aufeinanderfolgenden Tagen in kurzen, knackigen Lektionen dorthin bringe, dass du zum Meister deiner Gedanken wirst, dass du negative Glaubenssätze einfach nur bei der Wurzel packst und ausreißt, sodass du nicht ständig wieder in alte negative Verhaltensmuster, nämlich die du eigentlich loswerden willst, zurückfällst. Außerdem verrate ich dir auch, warum 99% aller Menschen, die meditieren, niemals wirklich positive Erfahrungen damit haben. Das Ganze ist kostenlos, also trag dich jetzt unten ein. Eintragen dauert weniger als 30 Sekunden, dann sehen wir uns gleich auf der anderen Seite. So, jetzt lass uns aber mal diese Situation anschauen, nämlich diese Entscheidungen, die wir treffen. Und vorher möchte ich dir ein paar Beispiele nennen. Ganz oft ist es so, dass wir uns, gerade wenn wir in unserer Gesellschaft groß geworden sind, und eines der Werte, das merke ich immer wieder, die in der Gesellschaft relativ stark verbreitet ist, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt als Wert an sich deuten kann, ist Konsum, also dass ich konsumiere und manchmal auch Dinge konsumiere, von denen ich eigentlich weiß, dass sie mir nicht gut tun. Sei es Alkohol, sei es Drogen, sei es Rauchen, sei es einfach ungesunde Ernährung und so weiter. Oder sei es einfach nur, dass ich den kompletten Tag auf dem Sofa sitze und Fernsehen gucke, anstatt mich zu bewegen und Sport zu machen, Yoga zu machen, zu meditieren und so weiter. Oder dass ich mich ablenke, dass ich einfach an meinem Handy rumtippe und eigentlich mich von mir selbst ablenke, anstatt den Fokus auf mich selbst zu lenken und eigentlich weiß, dass es mir gut tut. Und ganz oft ist das eine Frage der Entscheidung. Und die Entscheidung, vor der wir ganz oft stehen, ist zum Beispiel, esse ich jetzt etwas Gesundes, was vielleicht nicht ganz so lecker ist oder was ich vielleicht erst frisch kochen muss, zubereiten muss, wo ich Zeit hineinstecken muss, oder hole ich mir einfach eine Pizza, eine Tiefkühlpizza, einen Burger, einen Döner, was weiß ich auch immer, und fühle mich danach aber wesentlich schlechter. Und die zwei Fragen bzw. die zwei Gesichtspunkte, die diese Fragen mit sich bringen, unter denen du das Ganze einmal betrachten solltest und die dir extrem dabei helfen, in Zukunft die richtigen Entscheidungen zu treffen, möchte ich dir jetzt einmal mitgeben. Die zwei Fragen sind einmal, was will ich? Und die andere Frage ist, was brauche ich? Jetzt lass uns das mal anschauen. Einmal, wenn ich das nehmen wir einfach mal das Thema Essen. Was will ich? Die Frage, was will ich, ist einfach nur, ich will irgendwas, was geil schmeckt, was irgendwie schön fettig ist, mit viel Käse drauf. Ja, das ist immer diese Kombination, auf die wir alle stehen. Käse, Fett, Weißmehl am besten noch, dann ist so, boah, geil. Ja, all dieses Essen, was diese Kondition erfüllt, ist geil, und da kann man schon ein bisschen sagen, ja, das will ich. Und dann aber, wenn ich mir jetzt im gleichen Atemzug die Frage stelle, was brauche ich denn eigentlich, und das dann nochmal auf das Essen beziehe, dann merke ich, das, was ich will und das, was ich brauche, sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Ich will diesen kurzfristigen Genuss, dieses geile Essgefühl. Was ich aber brauche, ist eigentlich eine gesunde, ausgewogene, vielleicht leichte Ernährung. Und was ich auch brauche, ist, dass ich mich nicht übermäßig überfresse. Das ist nämlich einer der häufigsten Gründe, warum wir uns schlecht fühlen nach dem Essen, ist gar nicht, dass wir zu sehr das Schlechte essen, sondern dass wir uns einfach nur überfressen. Und auch wieder diese Frage, was will ich? Ja, das Essen ist so lecker, ich will einfach nur weiter essen. Was brauche ich? Ich brauche nur eine gewisse Anzahl von Mahlzeiten am Tag, und
Und bei diesen Mahlzeiten brauche ich nur eine gewisse Menge von Essen. Das bedeutet, je nachdem, für welche der beiden Fragen ich mich entscheide, was will ich, kann es sein, dass ich mich schlecht fühle danach, was brauche ich, dann werde ich mich höchstwahrscheinlich für das Richtige entscheiden. Denn wenn ich die Frage, was brauche ich jetzt mal hernehme, was brauche ich, das geht eine Ebene tiefer. So, was will ich, das richtet sich nach dieser kurzfristigen Befriedigung immer, nach diesem kurzfristigen Glücksgefühl. Und mal ganz ehrlich, Essen, und das kannst du auf viele andere Bereiche übertragen, ist einfach so ein kurzfristiges Glücksgefühl. Ja, das fühlt sich kurzfristig gut an, aber dieses, was brauche ich, das geht ein bisschen langfristiger, nicht ganz langfristig, aber mittel- bis langfristig, und sorgt dafür, dass wir uns langfristig gut fühlen. Ein weiteres Beispiel, um noch ein paar Beispiele zu nennen. Ich gehe am Freitag oder Samstagabend weg und habe jetzt die Möglichkeit, mich entweder zu besaufen. Also was will ich? Vielleicht will ich einfach nur Spaß mit meinen Freunden haben, will weggehen, will ordentlich auf die Kacke hauen, will es mal wieder richtig krachen lassen und will den ganzen Abend nur Wodka Red Bull in mich reinschütten oder was auch du immer gerne magst. Ich bin zum Beispiel Cuba Libre Fan, also wenn ich mal etwas trinke, dann Cuba Libre, das ist schön, schön schlicht, lecker. Genau, aber wenn ich mir dann auch die Frage stelle, was will ich? Ja, Party, aber was brauche ich? Und was brauche ich? Diese Frage geht ein bisschen weiter, weil was brauche ich richtet sich nicht nur nach dem, was brauche ich jetzt in diesem Moment, sondern wenn ich die Frage stelle, was brauche ich, dann werde ich auch drauf kommen, dass wenn ich mich heute komplett wegschieße, dann geht es mir morgen komplett beschissen, dann habe ich morgen einen Kater. Wenn ich aber, und das hängt jetzt auch mit einer größeren Vision für dein Leben zusammen, wenn ich mir als größere Vision für mein Leben, ich zum Beispiel habe als größere Vision von meinem Leben, habe ich einmal, ich will selbst glücklich sein, rundum glücklich, und zwar immer, überall, in jeder Situation, und zweitens, ich will andere Menschen glücklich machen. Aber wenn ich mich heute komplett besaufe, dann kann ich morgen nicht glücklich sein oder nicht so glücklich, wie ich es könnte, weil mein Körper komplett kaputt ist, weil ich Kopfweh habe, weil ich müde bin, weil ich zu wenig geschlafen habe. Also was will ich und was brauche ich, sind zwei komplett unterschiedliche Perspektiven. Das Ganze lässt sich immer, also diese Frage lässt sich immer aufs Große und aber auch aufs Kleine beziehen. Mit zum Beispiel bei den kleinen Entscheidungen, zum Beispiel sowas wie, was esse ich, rauche ich jetzt die Zigarette, ziehe ich von dem Joint, trinke ich das Bier und so weiter und so fort. Ja, was will ich, was brauche ich? Wenn man sich diese Frage stellt, wird man sich vielleicht nicht immer richtig entscheiden, aber wesentlich öfter. Wenn man das jetzt aber auch mal im großen Maßstab sieht und wenn ich mir jetzt mal mein Leben anschaue, dann ist vielleicht, was will ich? Ich will einfach viel Kohle haben, ein Porsche, eine tolle Wohnung, 5 Mädels an jeder Hand oder die Frauen 5 Männer an jeder Hand. Ne, bei Frauen wollen eher den Traummann, das weiß ich schon, ja. 5 Traummänner an jeder Hand. Und also was will ich und was brauche ich? Aber wenn ich mir, jetzt habe ich ein bisschen Faden auch verloren, wenn ich mir das in Bezug mal auf mein komplettes Leben anschaue, dann werde ich merken, dass das, was ich will und was ich brauche, nicht immer das ist, was mich glücklich macht. Weil wenn ich zum Beispiel für mich entscheide, ich will den Porsche in der Einfahrt stehen, das bedeutet dann auch zum Beispiel, dass ich jeden Tag 8, 10, 12, 14, 16 Stunden arbeiten muss. Und ich kenne genug Leute, wirklich, in meinem persönlichen Umfeld, die sehr reich, sehr erfolgreich sind, die aber den kompletten Tag, 7 Tage die Woche arbeiten und sich einmal im Monat vielleicht einen Tag Pause gönnen, ja, weil sie einfach dieses Große, die wollen immer mächtiger, immer mehr und so weiter. Aber was brauche ich denn? Was brauche ich? Ich brauche Ruhe, Gelassenheit. Und ich brauche, das richtet sich immer so ein bisschen nach den Grundbedürfnissen. Also was brauche ich denn, um glücklich zu sein? Und wenn man sich diese Frage mal stellt, was brauche ich, um glücklich zu sein, dann wird man auch merken, um glücklich zu sein, brauche ich, also wahres Glück kommt eigentlich immer von innen. Das heißt, um glücklich zu sein, brauche ich gar nicht so viele Dinge im Außen, sondern mehr sollte ich gucken, dass ich in mir drin fokussiert bin, dass ich in mir drin ruhe und dass ich an diesen Dingen vielleicht arbeite. Also, dass ich vielleicht meine Work-Life-Balance so einteile, dass ich sage, hey, anstatt 8 Stunden, 10 Stunden am Tag, arbeite ich nur noch 5 Stunden, 6 Stunden am Tag. Nimm mir aber in der restlichen Zeit die Zeit, um regelmäßig zu meditieren, Yoga zu machen, Sport zu machen, etwas Frisches zu kochen, um mich gesund zu ernähren.
Und wenn ich das mal aus dieser Perspektive auf mein großes, ganzes Leben beziehe, dann wird sich daraus automatisch aus dieser Frage, was brauche ich, eine Lebensvision kreieren. Und diese Lebensvision kann ich dann wiederum umsetzen, indem ich mir dann täglich bei meinen kleinen Entscheidungen auch wieder, was will ich und was brauche ich, als Frage stelle und mich dann immer, denn es ist immer eine Sache, man muss sich einmal im Großen und Ganzen richtig entscheiden, ja, wo soll mein Leben grundsätzlich hingehen? Aber auch wenn man diese Entscheidung getroffen hat, heißt es nicht, dass man es immer macht. Denn man muss jeden Tag auch wieder die Entscheidungen treffen und muss jeden Tag wieder aufs Neue diese richtigen Entscheidungen treffen. Und ich hoffe jetzt, dass dir dieses Video irgendwo dabei hilft, in Zukunft bessere Entscheidungen für dich zu treffen, für deine Zukunft, für dein Leben, für dein tägliches Wohlbefinden. Und ich freue mich an dieser Stelle erstmal, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt. Zweitens, wenn du meinen Kanal abonnierst, würde mich wirklich, wirklich freuen. Drittens, wenn du mir einen Kommentar da lässt. Und wenn du Lust hast, dann kannst du auch mal unten in der Infobox klicken und dich, oder hier oben jetzt auch irgendwo verlinkt, und dich für meinen kostenlosen 5-teiligen Kurs zum Meister der Gedanken anmelden, wo ich dich an 5 aufeinanderfolgenden Tagen in kurzen, knackigen Lektionen dorthin bringen kann, dass du wirklich zum Meister deiner Gedanken wirst, dass du zur Wurzel negativer Gedanken und Glaubenssätze vordringen kannst und diese einfach ausreißt und noch viele, viele Dinge mehr. Ich bekomme jeden Tag richtig gutes Feedback zu diesem Kurs. Also der Kurs scheint bei den Leuten, die sich bisher angemeldet haben, auch richtig gut anzukommen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du dabei bist. So, wenn dem so ist, dann sehen wir uns gleich auf der anderen Seite. Wenn nicht, abonnieren, liken und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, mein Name ist Sebi Heindl. Schön, dass du hier warst und dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Mein Daumen nach oben dafür. Ciao.